Lieber an Sie, liebe Frau Wodowski, ich referiere heute über das Buch Die Säulen der Erde. Die Säulen der Erde wurden geschrieben im Jahre 1989. Das Buch wurde geschrieben von Ken Follett und ist ein historischer Roman, der 1296 Seiten hat. 2010 wurde er verfilmt in einem vierteiligen 7,5 Stunden langen Werk. Das Buch wurde mehr als 18 Millionen Mal gelesen und in Deutschland ist es das drittliebste Buch aller Zeiten. Der Autor, ich habe es schon gesagt, Ken Follett. Er wurde am 5.6.1949 in Cardiff geboren. Cardiff ist in Wales, warte, das sieht man hier nochmal ganz gut. Die Karte hier, hier ist Cardiff. Die Eltern von Ken Follett heißen Winnie und Martin Follett. Von Beruf aus ist er Schriftsteller und er war zweimal verheiratet. Einmal mit seiner Ex-Frau Mary Follett und danach mit Barbara Follett, mit der er zwei Kinder hat. Einmal Emmanuel und Marie Claire. Heute lebt er in Chelsea. Die Hauptpersonen des Buches sind Jack Jackson, Cleo Philip, Lady Aliena, Tom Bilder und William Hamley. Das Buch beginnt damit, dass König Heinrich I. von England stirbt. Er hinterlässt mehrere illegitime Söhne, aber sein einziger ehelicher Sohn kommt bei einem Schiffsunglück ums Leben. Die einzige Tochter Mathilde macht ihrem zum König ernannten Cousin Stefan den Thron streitig und beide lösen einen 36 Jahre langen Krieg der Erbfolge aus. Zur gleichen Zeit zieht Tom Bilder, ein Baumeister und Steinmetz, durchs Land mit seiner Familie, die aus seiner Tochter Martha, deren älteren Bruder Alfred und Toms hochschwangeren Frau Agnes besteht. Auf der Suche nach Arbeit ziehen sie durchs Land. Und Toms Frau Agnes stirbt bei der Geburt eines weiteren Kindes. Den Sohn müssen sie leider ebenfalls am Grab seiner Mutter zurücklassen, denn sie können ihn nicht ernähren. Doch ein Mönch kommt am Grab vorbei und bringt ihn in das nahegelegene Kloster St. John in the Forest. Durch einen Zufall kennenlernen sich Tom und Elm mit ihrem Sohn Jack Jackson kennen. Die fünf ziehen weiter nach Shiren. Doch die Burg wird überfallen, denn der Graf Bartholomäus von Shiren wirft man Verrat vor. Lord Percy Henley bringt ihn vor den König und dieser lässt ihn zum Tode hinrichten. Zum Dank für seine treuen Dienste beschließt Stefan, Lord Percy Henley ihn zum Grafen zu ernennen. Der Sohn von Lord und von Graf Percy Hamley, William Hamley, vergewaltigt die Tochter des ehemaligen Grafen von Shiring, Lady Aliena, und sie landet mittellos mit ihrem jüngeren Bruder Richard auf der Straße. Wie der Zufall es will, kommen Tom sowie Elf und Jack in die Priorei Kingsbridge, wo Philip kürzlich Prior geworden ist. Prior Philip würde gerne das heruntergekommene Kloster renovieren, doch er hat einfach nicht genug Geld. Tom fleht ihn an, den heruntergekommenen Dom wieder zu renovieren, doch Prior Philip kann ihn einfach nicht bezahlen. Elm und Tom sind sich auf der Reise etwas näher gekommen und Jack beschließt, seiner Familie ein sicheres Auskommen zu verschaffen, indem er den alten Dom niederbrennt. Der Bau der neuen Kathedrale, die schöner werden soll als die erste, wird sich über 36 lange Jahre hinwegziehen. Jack Jackson, Lady Aliena, Prior Philip und Tom Bilder müssen sich all die Jahre hinweg gegen ihre Widersacher William Hamley und Bischof Walleran Bynum behaupten, bis die Säulen der Erde buchstäblich in den Himmel wachsen. Wieso ich ganz genau dieses Buch genommen habe?
Es hat damit begonnen, dass ich vor einiger Zeit mal den Film dazu angesehen habe. Und ich wollte natürlich sofort das Buch lesen, weil ich den Film so super duper cool fand. Und wir hatten das Buch eigentlich eh, aber das Dumme war, es war auf Spanisch. Wunderbar, kann ich ja viel mit anfangen. Und meine Mutter, stellt euch vor, die hat allen Ernstes von mir verlangt, dass ich Spanisch lerne. Stellt euch das vor, zum Verrücktwerden oder sowas. Spanisch lernen, um ein Buch zu lesen. Also wirklich. Kurze Zeit darauf bin ich mit meiner Mutter in einen Buchladen gegangen. Und da ist mein Blick zufällig auf das Buch gerutscht. Und ich habe meine Mutter sofort dorthin gezogen und habe mit ihr heiß zu diskutieren angefangen. Und kurze Zeit danach stand zum Glück die deutsche Fassung endlich in einer meiner Bücherregale. Und seitdem ist es einer meiner Lieblingsbücher. Das Buch begleitet die Person über mehrere Jahrzehnte hinweg, wobei sich Ken Follett auf hervorragende Sachkenntnisse zum mittelalterlichen England stützt. Er beschreibt mit großer Liebe zum Detail alles ganz genau und detailliert, sodass man sich fühlt, als würde man direkt neben den Charakteren stehen und alles haarklein miterleben. Der Schriftsteller vereint in dem Buch die Faszination der Architektur und sakraler Bauten und Liebe, Hass, Verzweiflung und Brutalität mit viel fesselnden Spannung. Das Tempo des Buches ist zu Beginn eher langsam. Doch mit jedem Kapitel entsteht mehr und mehr Spannung. Aus den jungen Personen werden Erwachsene im Verlauf der Geschichte. Liebe, Intrigen und Tod bestimmen den Alltag, während gleichzeitig eine gewisse Hoffnung die Grundstimmung des Werkes prägt. Denn die Charaktere haben bereits viel erreicht und vieles soll noch erreicht werden. Das soziale Leben, das Ränkespiel zwischen weltlichen Machthabern und Klerus, Kampf um Ländereien, Privilegien und schlicht ums Überleben stehen im Mittelpunkt. Immer wieder wird auch auf den Kuhhandel zwischen den Institutionen der Gesellschaft hingewiesen. Für mich ist es ein fesselndes Werk, in dem der Mythos des Mittelalters und dessen Geschichte auf die Schicksale einzelner Menschen heruntergebrochen werden. Ein Buch über das Streben der Menschen nach Höherem. Und sobald man einmal angefangen hat zu lesen, kann man sich nicht mehr davon losreißen. So spannend ist es. Die Säulen der Erde ist der erste Teil einer Trilogie, die aus Die Säulen der Erde, Die Tore der Welt und Das Fundament der Ewigkeit steht. Das ist jetzt eine Trilogie. Dann gibt es noch drei weitere Bücher, die haben nichts miteinander zu tun. Ja. Das ist Der dritte Zwilling. Gibt es auch in den Sprachen. Genauso wie Die Kinder von Eden. Und Eisfieber. Und dann gibt es noch eine Trilogie, die aus Sturz der Titanen, Winter der Welt und Kinder der Freiheit besteht. Das sind eigentlich jetzt nur 9 von den vielen Büchern, die Ken Follett geschrieben hat. Auch diese hier nicht aufgelisteten Bücher, die hier stehen, das sind auch noch lange nicht alle. Da gibt es noch viele, viele mehr. Ja. Ich hoffe, mein Referat hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr mir euer Ohr geliehen habt. Und ich würde mich auch noch sehr herzlich bei der Salzburger Lokalbahn bedanken für ihre technische Unterstützung.